Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Thea-Podcast. Heute habe ich mir wieder drei häufig gestellte Community-Fragen herausgegriffen, die mir so oft begegnen, dass ich mir gedacht habe, dazu mache ich mal direkt im Podcast was, denn diese Fragen betreffen sicherlich so einige von euch. Und zwar geht es zum einen darum, inwieweit Hashimoto einen Einfluss auf deine Haut haben kann und wie du am besten damit umgehst. Dann, ob es etwas bringt, die Schilddrüsenmedikation auf mehrere Tagesportionen zu verteilen und was du am besten bei Ängsten und depressiven Verstimmungen beim Hashimoto tun kannst. Also, hör rein! Und ich möchte an dieser Stelle eine tolle Überraschung mit dir teilen, an dem mein Team und ich einige Zeit gebastelt haben. Nämlich ein spezielles Tool, mit dem du einfach und direkt deine peripheren Schilddrüsenwerte in Prozentwerte umrechnen kannst und außerdem eine auf deine Werte abgestimmte Auswertung per E-Mail erhältst. Dafür klick einfach auf den Link in der Beschreibung und du kommst direkt dorthin. Kostet dich keinen Cent und macht dir das Leben mit Hashimoto sicherlich deutlich leichter. So, jetzt geht's aber los. Nach dem Intro steigen wir in die Fragen ein. Hallo und herzlich willkommen zum Thea-Podcast, dem Podcast für Hashimoto, ganzheitliche Medizin und Hypnose. Ich bin dein Host Dorothea Leinung. Als erfahrene ganzheitliche Ärztin, Hashimoto-Spezialistin und Hypnosetherapeutin zeige ich dir, wie du mit Schilddrüsenerkrankungen wie dem Hashimoto besser leben und ihn sogar hinter dir lassen kannst. Und wie dir Hypnose dabei hilft, auch tiefsitzende Limitationen für immer loszulassen. Hör rein! Willkommen zurück und schön, dass du hier bist. Steigen wir direkt in die erste Frage ein, die mir speziell an den offenen Q&A-Freitagen auf Instagram super oft gestellt wird und die dich vielleicht auch betrifft. Nämlich die Frage, inwieweit Hashimoto deine Haut angreift bzw. beeinflusst und was du dagegen tun kannst. Die Hashimoto-Thyreoiditis ist ja eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse und wie du weißt, haben die von der Schilddrüse produzierten Hormone Einfluss auf den gesamten Körper, so auch, klar, auf die Haut. Deshalb treten Hauterscheinungen bei Hashimoto-Betroffenen sogar recht häufig auf. Zu den häufigsten Hautsymptomen bei Hashimoto gehören Trockenheit, Juckreiz, Hautausschläge und Nesselsucht. Darüber hinaus kann Hashimoto auch zu Haarausfall auf dem Kopf und den seitlichen Augenbrauen und zu brüchigen Nägeln führen. Beides gehört ja zu den Hautanhangsgebilden, also die Haare und die Nägel, und sind damit im weitesten Sinne dann eben auch zu Haut zu rechnen. Ja, aber was kannst du denn jetzt dagegen tun? Also, um deine Haut bei Hashimoto richtig zu behandeln, ist es natürlich erst einmal wichtig, klar, deine Autoimmunerkrankung in den Griff zu bekommen und deinen Schilddrüsenhormonspiegel im optimalen Bereich zu halten. Natürlich kannst du hier ständig an deiner Medikation schrauben, aber ganzheitlicher und besser ist es, wenn du außerdem deine Ernährung transformierst, denn darüber kannst du nämlich schon ziemlich viel reißen. Wenn du beispielsweise Gluten- und Tiermilchprodukte weglässt, wirst du bereits nach einer Woche Unterschiede in deinem Hautbild feststellen. Die Teilnehmer meines Hashimoto-Programms berichten mir regelmäßig bereits im ersten Q&A des Programms, dass 3 Wochen nach dem Kursstart stattfindet, dass sich ihre Haut durch die Maßnahmen schon deutlich gebessert hat. Deshalb, eine Hashimoto-gerechte Ernährung ist der Schlüssel für reinere und schönere Haut. Mal ausprobieren. Neben der Ernährung ist aber auch die richtige Kosmetik entscheidend. Hier würde ich dir empfehlen, dass du auf Parfum- und zusatzstofffreie Naturkosmetik vertraust und möglichst einen Riesenbogen um jegliche Schadstoffe machst. Ich habe dazu vor einiger Zeit ja schon einmal eine Podcast-Folge aufgenommen, in der ich genau darauf eingehe, was speziell in der Kosmetik so schädlich für unsere Gesundheit ist und warum diese Schadstoffe gerade bei Frauen einen so starken Impact haben und sogar dazu führen, dass beispielsweise der Kinderwunsch vieler Frauen unerfüllt bleibt. Schau bzw. hör da gern mal vorbei. Ich habe dir die Folge in den Shownotes verlinkt. Wie du die richtige Kosmetik findest bzw. herausfindest, ob deine aktuell genutzte Kosmetik belastet ist, findest du ganz einfach mit Apps wie zum Beispiel ToxFox heraus.
Mit dieser App kannst du total easy die Pflegeprodukte scannen und weißt dann in der Regel sofort, ob du sie nutzen oder lieber die Finger davon lassen solltest. Schütze deine Haut außerdem vor übermäßigem UV-Einfluss und versorge sie mit Feuchtigkeit. Cremes mit Aloe Vera, Kamille oder Ringelblume sind hier total super, um auf natürliche Weise deinen Feuchtigkeitshaushalt der Haut zu regulieren. Im Hashimoto-Programm bekommst du Rezepte zum einfachen Herstellen eigener Naturkosmetik, was übrigens mega viel Spaß macht. Das Programm öffnet bald wieder seine Tore und du kannst dich dann auf einen der wenigen 25 Plätze bewerben. Wenn du mir auf Instagram folgst, gehörst du zu den Ersten, die erfahren, wann es losgeht. Kommen wir zur Community-Frage Nummer 2. Bringt es was, die Dosis der Schilddrüsentablette zu splitten? Vielleicht erst einmal zur Erläuterung, Dosis-Splitting bedeutet, dass du deine Schilddrüsentablette nicht, wie vom Hersteller und damit den meisten ÄrztInnen empfohlen, als Ganze morgens mit einem Schluck Wasser zu dir nimmst, sondern über den Tag verteilt. Also zum Beispiel morgens die Hälfte und dann um, sagen wir zum Beispiel, 15 Uhr die andere Hälfte. Dabei ist wichtig, dass du auch bei der zweiten Einnahme eine nüchterne Periode vor der Einnahme einhältst, damit die Tablette richtig wirken kann. Die Idee dahinter ist zum einen, gleichmäßigere Hormonspiegel zu erreichen. Die Aufteilung der Levothyroxindosis kann nämlich durchaus dazu beitragen, den Hormonspiegel über den Tag hinweg gleichmäßiger zu halten, was für eine optimalere Schilddrüsenfunktion wichtig ist. Zweitens kann durch das Splitting die Aufnahme verbessert werden. Wenn die gesamte Dosis auf einmal eingenommen wird, kann der Körper sie möglicherweise nicht vollständig resorbieren. Und durch die Aufteilung der Dosis gelingt es dem Körper durch die kleineren Mengen des Medikaments häufig doch besser. Ob das auch für dich die richtige Strategie ist, erkennst du am zuverlässigsten und schnellsten an deinem Befinden. Also zum Beispiel daran, dass du auch nachmittags noch aufrecht gehen kannst und dich nicht ab spätestens 14 Uhr die Müdigkeit überfällt und platt macht. Und zweitens kannst du das häufig natürlich auch an deinen Werten sehen, nämlich an deinen peripheren Hormonen, dem FT3 und FT4. Vielleicht ein kurzes Wort zum T3 und T4, weil ich nämlich auch häufig gefragt werde, ob man seine Schilddrüsenwerte besser immer in Prozent umrechnen sollte oder nicht. Also ich sage dazu immer, es macht das Leben deutlich leichter, wenn du die peripheren Hormone als Prozentwert hast, denn dadurch werden die Werte natürlich deutlich besser vergleichbar. Schluss mit irgendwelchen Pico oder sonst was Grams, einfach Prozent und gut ist, weil man muss dazu sagen, viele Labore haben unterschiedliche Referenzeinheiten und da kommst du dann schon mal schnell durcheinander. Passiert mir im Übrigen auch, ja, wenn ich gucke mir in meinen Mentorings auch ganz, ganz viele Laborwerte an und da muss ich dann auch immer umrechnen, ja, weil gerade bei T3 und T4 hast du häufig unterschiedliche Einheiten und da kann man dann schon mal schneller durcheinander kommen. Und insofern ist es eigentlich total super, wenn du da die Prozentwerte hast. Und das mache ich im Übrigen auch immer in den Mentorings, dass ich mir die Schilddrüsenhormonwerte in meinen Prozentrechner eingebe und dann sofort sehe, wo sich die Hormone befinden. Und damit du nicht mehr suchen musst, wo du einen solchen Rechner findest, haben wir auf meiner Website jetzt auch einen implementiert. Du findest ihn entweder unter dem Link in den Shownotes oder auf meiner Website dorothealeinung.com und da unter dem Menüpunkt Werterechner. Das Besondere an diesem Rechner ist, dass du nicht nur die Prozentwerte bekommst, sondern auch eine Auswertung deiner Wertekonstellation. Probier's direkt mal aus. So, das dazu. Wozu ist Dosis-Splitting denn sonst noch gut? Unter anderem für die Reduktion der Medikamentennebenwirkungen wie Herzklopfen, Nervosität oder Angstzustände. Denn diese fallen natürlich oft geringer aus, weil eben nicht gleich die volle Dosis reinkickt. Ist klar. Aus meiner Arbeit mit meinen Mentees kann ich berichten, dass ich sehr positive Erfahrungen mit dem Dosis-Splitting mache. Die Entscheidung, ob und wie, solltest du aber natürlich immer in Rücksprache mit deinem behandelnden Arzt, deiner Ärztin fällen. Kommen wir zur nächsten häufig gestellten Community-Frage, nämlich geht Hashimoto oft mit Ängsten und Depressionen einher und falls ja, warum? Und was kann man am besten dagegen tun, wenn man nicht dauerhaft Medikamente einnehmen möchte?
Ja, also in der Tat geht Hashimoto sehr oft mit seelischen Herausforderungen wie Ängsten, Depressionen oder Panikattacken einher. Und das liegt unter anderem daran, dass die Schilddrüse mit ihren Hormonen auch erhebliche Auswirkungen auf unser Nervensystem hat und eine wahnsinnig wichtige Rolle bei der Regulierung unseres Stoffwechsels und der Gehirnfunktion spielt. Wenn der Schilddrüsenhormonspiegel nun zu niedrig ist, kann dies dann eben zu den genannten Symptomen führen. Wenn du die Symptomatik in den Griff bekommen willst, ist es zum einen natürlich unerlässlich, dass du deine Schilddrüse optimal einstellst. Dass du außerdem auf einen erholsamen Schlaf und eine ausgewogene Hashimoto-gerechte Ernährung achtest, deinen Darm aufbaust und auf eine ausreichende Tryptophan-Zufuhr achtest. Denn das wirkt sich sehr, sehr positiv auf deine Stimmung aus. Außerdem gibt es eine spezielle Therapieform, die dir auch ohne Medikamente sehr dabei hilft, die Angst und Panik in den Griff zu bekommen, nämlich die Subliminaltherapie oder auch Jägercode genannt. Denn dies ist eine spezielle Mentaltechnik, die dir dabei hilft, oft bereits schon in der allerersten Sitzung auch tiefsitzende Blockaden und Limitationen aufzulösen, sowie die Auslöser von Ängsten, Panik und Depressionen zu beseitigen. Du brauchst dazu keine tiefe Hypnose oder ähnliches, sondern gehst lediglich in eine angenehme Entspannung. Die Therapeutin bzw. der Therapeut führt dich dann durch diese Technik hindurch und löst so auf besonders schonende Weise negative Denkmuster und Überzeugungen auf und packt das Problem so bei der Wurzel. Du lässt auf diese Weise belastende Elemente los und kannst so dauerhaft eben auch Ängste und Depressionen beseitigen. Der Jägercode ist super schonend, sicher, medikamentenfrei, effizient und nachhaltig und sogar online durchführbar. Das heißt, du musst dafür noch nicht einmal deine Wohnung verlassen und hunderte von Kilometern irgendwo hinfahren. Sehr genial. In den Shownotes findest du zu dieser Methode einen Link, unter dem du dich genauer dazu informieren kannst und wo du zum Beispiel auch Interviews mit verschiedenen Menschen findest, die den Jägercode bereits erlebt haben und dort von ihren verblüffenden Erfahrungen berichten. Schau bzw. hör da unbedingt mal rein, es lohnt sich total. So, das war's mal wieder für heute. Eine kurze Folge diesmal. Ich hoffe, du konntest viel daraus für dich mitnehmen und hattest einige interessante Erkenntnisse. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast und lass uns eine positive Bewertung bei iTunes und Spotify da. Damit unterstützt du uns und schenkst dem Team und mir deine Wertschätzung für unsere Arbeit. Dankeschön. Hab noch einen fantastischen Tag, wo auch immer du gerade bist, und vergiss nicht, du bist göttlich. Deine Dorothea.